So, Kameraden, jetzt ist es soweit. Sie haben sich hervorragend auf diesen Einsatz vorbereitet. Das Wichtigste für uns als Bataillon und das Wichtigste für uns als Familienangehörige, Freunde und Väter ist eigentlich, dass Sie gesund und heil an diesen Standort zurückgelangen. Eutin im Mai. Nach und nach ziehen die Aufklärer in den Einsatz. 23 Männer und Frauen sind es heute. Wenige Stunden zuvor haben sie sich in der Kaserne getroffen. Auch Spieß Stefan S. arbeitet ab morgen in Gao in Mali. Die Kameraden werfen zum Abschied den Grill an. Also es ist nicht so, dass wir jetzt alle Angst haben, dass wir uns nicht mehr sehen werden. So fahren wir nicht in den Einsatz. Wir fahren in den Einsatz, weil wir gut ausgebildet sind und wir glauben auch, alle kommen zurück. Aber trotzdem ist das, die Kameradschaft ist aber so gut bei uns, dass wir sagen trotzdem nochmal Tschüss. Es gibt ein letztes Bier für Monate, denn in diesem Einsatz herrscht absolutes Alkoholverbot. Rückblick, Januar 2016. Für die Eutiner hat die heiße Phase der Einsatzvorbereitung begonnen. Sie trainieren in Matsch und schweren Böden bei Temperaturen knapp über Null. In ihrer idyllischen Heimat gibt es Wasser ohne Ende, klare Luft, eine aufgeräumte, schmucke Stadt. In Gao dagegen erwartet das Kontingent ein Camp im Aufbau, Staub, Sand, 44 Grad im Schatten. Der Spieß, seit über 30 Jahren bei der Bundeswehr und mit der Erfahrung aus 5 Einsätzen, geht gelassen an seine Aufgabe. Mutter der Kompanie. Ich bin dafür da, dass es den Leuten gut geht, dass sie immer was zu nagen haben, dass sie immer was zu essen haben, zu trinken haben, dass, wenn sie reinkommen, sich wohlfühlen können. Aber im Einsatz ist der Schwerpunkt oder die Ausrichtung an und für sich Betreuung und Fürsorge. Ein Drittel der Kameraden geht zum ersten Mal in den Einsatz, darunter auch Hauptmann Oliver W., Kompanie-Einsatzoffizier. Ich habe mich mit dem Einsatzland beschäftigt, mit der politischen Lage vor Ort, dem geplanten Auftrag für die Kompanie und dann im Persönlichen natürlich ist es, da es zum Berufsbild gehört, war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis dieser Einsatz kommt und von daher bin ich da sehr wohlgemut und freue mich auf das, was da kommen mag. Und plötzlich geht alles ganz schnell. Ein paar Worte, eine letzte Umarmung. Das muss reichen für eine lange Zeit. Pünktlich um 23 Uhr rollt der Bus in Eutin vom Hof. Ziel? Flughafen Köln-Wahn. 496 Kilometer Fahrt durch die Nacht. Fast alle denken an zu Hause. Den richtigen Einsatz führt die Familie zu Hause. Weil ich bin in meinem sozialen Umfeld. Ich bin 8 bis 10 Stunden hier mit den gleichen Leuten zusammen. Das wird sich dort nicht ändern. Und meine Familie muss wieder alles alleine machen. Kurz nach 5 erreicht der Bus den militärischen Teil des Kölner Flughafens. Von hier aus geht's mit der Flugbereitschaft der Luftwaffe weiter. Der Check-in ist wie bei der zivilen Luftfahrt. Aber langsam wird die Spannung greifbar auf das, was die Soldaten erwartet. Zurzeit haben wir da Temperaturen um die 40 bis 43 Grad, gefühlt bis 49 Grad. Das wird der erste Schock sein. Und dann kommt der Gau. Und da wird dann dieser Kulturschock kommen. Der Eindruck der Landschaft. Es ist nichts dort. Und so geht's weiter. Ankunft in Afrika. Sand, Staub und Skorpione. Was erwartet die Aufklärer in Gao?